Okay, hallo Daniel. Hallo. Du bist in deiner Wohnung oder in deinem Büro oder in deinem Arbeitszimmer? Ich bin gerade in meinem Arbeitszimmer, in meinem Büro. Du bist der Daniel Riegler von Studio Dan. Ja, so ist es. Erzähl uns über Studio Dan, bitte. Studio Dan, das ist ein Ensemble. Ja. Ein großes Ensemble mit ungefähr mit zwischen 15 bis 20 Mitgliedern, ein Musikensemble. Und wir machen ganz verschiedene Programme, die, für die du dann die Pressearbeit machst und das Booking. Ja, und was ist das, was ihr macht? Und das geht jetzt. Was macht ihr denn für Musik? Die Musik ist irgendwo so zwischen Jazz und neuer Musik und elektronischem Experiment angesiedelt. Oh. Durchaus groove-lastig hier und da, manchmal sehr weitschweifend, experimentell. Viel Improvisation kommt da drin vor, oft, nicht immer. Welche Instrumente spielst du? Ich selber spiele in dem Ensemble eigentlich gar nichts. Nie? Dirigiere. Manchmal schon, oder? Manchmal spiele ich Posaune, das war aber jetzt eigentlich zum ersten Mal. Und das ist mein Instrument, ja, Posaune. Und du liebst die Musik, gell? Ja, schon. Kann man das so sagen? Naja, kann man schon so sagen, sonst würde ich das natürlich mir nicht antun. Wie lange machst du das schon? So ein großes Ding. Beziehungsweise wann hast du Studio Dan gegründet? Gegründet haben wir es 2005. Mhm. 2005 haben wir in Wien eine große Konzertreihe veranstaltet, die Jazzwerkstatt Wien. Und innerhalb dieser Konzertreihe haben wir ein großes Ensemble haben wollen. Und wir oder du? Also du jetzt mit jemandem gemeinsam oder nur du? Ja, die Jazzwerkstatt ist so ein Kollektiv von Musikern und da haben wir das im Kollektiv beschlossen, dass wir auch im großen Ensemble etwas innerhalb dieser Veranstaltung machen wollen. Mhm. Und um das haben wir mich dann gekümmert. Und so ist Studio Dan entstanden. Es war ursprünglich eher so ein Projektorchester, wo wir uns halt einmal getroffen haben. Aber dann hat es beim ersten und zweiten Mal gleich so gut funktioniert, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich mag da eigentlich weitermachen. Es ist nur der Anfang von was, wo ich Lust habe, weiterzumachen. Und waren von Anfang an so viele Musiker dabei? Es war ein bisschen kleiner. Es war so 14 am Anfang oder so. Dann sind ein bisschen mehr Streicher und ein bisschen mehr Holzbläser dazugekommen. Jetzt sind wir halt so ein Ensemble, das sich irgendwie von der Besetzung her nicht ganz einordnet in klassische oder in übliche Kategorien. Es ist weder wirklich ein Jazz-Big Band, noch ist es ein klassisches Kammerorchester oder so in die Richtung, sondern es ist so gemischt. Wir haben Streicher dabei, Holzbläser, aber auch eine Rhythmusgruppe mit E-Bass und Kontrabass und so. Also wir sind dementsprechend dann auch flexibel musikalisch. Mhm. Das war immer wichtig, weil so viele Einflüsse die Musik bestimmen. Die Einflüsse, die hinter den, oder die Einflüsse, die das musikalische Leben der Spieler eigentlich und der Komponisten und Komponistinnen bestimmt. Mhm. Ihr seid ja auch immer sehr offen für Ideen. Das heißt, wenn jemand von euch eine Idee hat, wird das manchmal aufgegriffen? Von uns. Von den Musikern selbst? Ja, also das auf jeden Fall. Ja. Also es ist, die Organisation liegt zum großen Teil in meinen Händen, aber ich möchte immer mehr schauen, dass die künstlerische Entwicklung von allen oder vielen bestimmt wird. Mhm. Aus dem Ensemble, aber mittlerweile auch außerhalb des Ensembles. Mhm. Weil ich einfach glaube, dass man weitergehen kann, als wenn das alles nur auf dem Mist von einem wächst. Mhm. Also ich glaube da einfach ganz stark an das Kollektiv, an und für sich. Nicht nur an unseres, sondern einfach an die Kraft, die eine große Gruppe an und für sich hat. Und ein 17-köpfiges Ensemble ist ja erstens nicht leicht zu koordinieren und zweitens auch nicht leicht wohin zu bringen für ein Konzert. Also weil das sind ja viele Veranstalter, haben schon Angst, dass die Kosten ins Enorme explodieren, aber trotzdem ist es wichtig, das gesamte Ensemble auf Tournee zu schicken, oder? Hörst du mich? Ja, das ist natürlich das große Thema,
unser großes Thema, wie kann man mit dem Ensemble wirklich eine größere Frequenz erreichen und also spielen, als spielenderweise sozusagen Auftrittsfrequenz. Mhm. Und auch im Ausland und so, ja. Es mhm. liegt eh auf der Hand. Also das ist Musik, die nicht so wirklich eine ganz klare Lobby hat oder auch jetzt riesen Massen vom Publikum anspricht, mhm. sodass es von selbst laufen würde, sondern man muss Veranstalter finden, die mutig sind und die sich durchaus über Experiment drüber trauen. Mhm. Aber das von dem steigen wir nicht runter, nur weil das sozusagen dann einfacher wäre. Mhm. Und das Abstriche dahingehend zu machen, dass man einfach sagt, man spielt jetzt kleiner, das würde nicht so viel Sinn machen, weil dann ist es nicht mehr das Ensemble. Mhm. Das macht man zwar hier und da, wenn es für uns künstlerisch Sinn macht, aber wenn es ausschließlich ökonomische Faktoren sind, die uns da zwingen, Abstriche zu machen, das macht es sonst auch niemand, der ernsthaft mhm. was Künstlerisches macht, dass er sich da so extrem verändert oder adaptiert. Gleich verändert. Mhm. Aber ihr seid ja im Gegenteil auch eher dazu bereit, noch mehr Co-Produktionen zu machen, auch mit anderen Musikern, probiert immer wieder neue Sachen aus. Gell? Zum Beispiel gibt es ja eben jetzt das Kinderkonzert. Mhm. Das hat mich ja fast aus den Socken gehoben, so schön war das. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich werde auch unten hin einen Link tun, gell, damit man das sehen kann. Ja, super. Naja, das Kinderkonzert ist zum Beispiel Kooperation mit dem Theater am Ortmannplatz in Graz. Mhm. Und solche Kooperationen sind immer sehr fruchtbar, weil dann einfach mehrere Leute als Multiplikatoren auch da sind. Und das finde ich immer sehr sinnvoll, wenn man in Kooperationen denkt und langfristig. Macht nichts, wenn was länger dauert und dafür besser wird. Was ist denn euer nächster Plan? Am 19. Jänner spielen wir im Spielraum in Kapfenberg. Mhm. Musik von wahrscheinlich mir und Frank Zappa auf jeden Fall, aber vor allem von drei Gastkomponisten, dem Ramon Bau aus Spanien, dem Peter Dundakov aus Bulgarien und dem Lars Skoglund aus Norwegen. Der Lars, der war ein Jahr in Graz auch. Mhm. Mit Elitschab gibt es sicher eine Fortsetzung, die ist zwar jetzt noch nicht fixiert. Wir sind jetzt gerade dabei, das Material zu sichten, das wir aufgenommen haben, live mit ihm, ob das vielleicht auch eine CD werden kann. Mhm. Das müssen wir schauen, wie gut uns das gefällt. Das ist jetzt gerade das, was ich mache eigentlich im Moment. Ich habe noch eine Frage, und zwar, tust du selber täglich musizieren? Ich tue relativ regelmäßig üben, ja. Mhm. Es ist leider nicht immer musizieren. Mhm. Ich meine, im Optimalfall ist es musizieren, aber oft ist es oder dirigieren? Ein bisschen Training. Muss man das Dirigieren üben? Nein, das Dirigieren müsste man auch üben, wenn man Dirigent wäre und sich als solcher verstünde. Mhm. Aber sehe mich da, also das übe ich nur, wenn irgendwas schwierig ist, unmittelbar vor Aufführungen. Mhm. Aber das übe ich nicht täglich. Du, man sieht dich ja auf manchen Fotos, gell, mit so einem blauen Kittel. Mhm. Hat das irgendeine Bedeutung? Ja, ich habe die ersten Jahre auf der Bühne mit meinem Arbeitsmantel dirigiert. Mit einem Arbeitsmantel. Warum? Also zu einem, bitte? Wieso? Warum? Ja. Das hat uns gefallen, einfach als Statement. Dann bedanke ich mich für dieses nette Interview. Chapeau. Ja. Und Chapeau aussi. Und verabschiede mich fürs Erste. Sagt man nicht, gell? Ich weiß genau, dass das jetzt hinten dran kommt. Ja, das kommt hinten dran. Wie ist denn das mit Faulheit in deinem Leben? Naja, Faulheit in meinem Leben. Das ist ein schlechtes Keyword. Mhm. Wahrscheinlich. Aber nicht so sehr, weil ich es verteufel, sondern weil es mir wirklich schwerfällt, entspannt faul zu sein. Das heißt ja nicht einmal, dass man nicht faul ist. Ja,
ist eh oft genug faul, aber man ist es dann auf eine unproduktive Art und Weise, also auf eine unangenehme Art und Weise. Mhm. Also wo man sich dann irgendwie schlecht dafür fühlt, dass man jetzt einfach nicht mehr kann, das ist ganz schlecht. Mhm. Da bin ich ganz ungeübt und wünsche mir eine Verbesserung.